Hallo und herzlich willkommen in Jurassic World, denn das hier ist der meiner Meinung nach akkurateste und detaillierteste Nachbau von der Jurassic World Main Street. Der wurde jetzt vor kurzem bei Nexus Mods hochgeladen. Ich verlinke das Ganze auch für euch unten in der Videobeschreibung, dann könnt ihr euch das Safe Game hiervon auch runterladen. Also das habe nicht ich gebaut, das hat jemand anderes gebaut. Wir gucken uns das halt nur an. Hier sind wirklich sehr, sehr viele Details drin, da gehen wir auch gleich noch genauer drauf ein. Aber ich glaube, man kann schon ganz gut den Film wiedererkennen hier, wenn wir so aufs Innovationscenter zufliegen. Das hier ist jetzt gerade das Original aus dem Film. Und so sieht das Ganze in-game aus. Hier nochmal eine etwas andere Perspektive. Und was ich besonders cool finde, ist, schaut mal oben rechts euch diesen Rutschenpark an. Den haben wir nämlich hier in-game auch. Der wurde auch nachgebaut. Das finde ich echt krass. Da sind halt so viele Details drin. Ich würde sagen, wir gehen jetzt aber da auch nochmal ein bisschen genauer drauf ein, auf die ganzen Details. Als allererstes werfen wir mal einen Blick hier auf die Hotelanlagen. Die sind richtig cool geworden. Hier wurden nämlich riesige Hotelanlagen gebaut. Aus ganz vielen verschiedenen Hotels wurde das Ganze zusammengestellt. Das sieht echt cool aus. Wirklich richtig gut gelungen. Und was ich halt auch krass finde, ist die Liebe zum Detail. Also achtet gleich mal darauf, ich blende gleich nochmal einen Screenshot aus dem Film ein. Diese Dinger hier wurden eingezeichnet, das Wasser hat auch die perfekte Form hier vorne und sogar hier der Pool wurde bedacht, also der wurde auch eingefügt. Ich zeige euch das Ganze jetzt mal im Film, wie es aussieht. Als nächstes schauen wir uns mal das Showbecken von dem Mosasaurus an. Das ist auch sehr, sehr detailliert. Also gerade hier die Felsen und die Bepflanzung hier an den Seiten finde ich sehr gut. Und sogar hier diese roten Gebäude im Hintergrund. Ich blende jetzt nochmal einen Screenshot aus dem Film ein. Und dann kann man, glaube ich, wieder ganz gut erkennen, wie detailliert das Ganze ist. Ist auch von der Form perfekt. Und sogar so Kleinigkeiten wie hier der Zaun. Das wurde auch bedacht. Vor den Lagunen. Nicht vor den Lagunen, vor den, wer sind die Dinger denn? Vor den Viewing-Galerien. Also das ist wirklich sehr, sehr nice. Und jetzt springe ich doch nochmal ganz kurz zurück zu den Hotelanlagen. Denn ich habe noch einen weiteren Screenshot aus dem Film gefunden, wo man diese nochmal besser sehen kann. Und da kann man nochmal ganz genau sehen, dass hier dieses, ich nenne es mal mittelgroße Hotel steht. Dann hier dieses größte längliche Hotel. Da sind sogar diese Rundungen nach, gebaut wie im Film, da müsst ihr gleich mal drauf achten. Und hier vor steht dann auch nochmal dieses kleinere, etwas höhere Hotel. Und ich kann jetzt nochmal sagen, je länger ich mir das Ganze angucke, desto mehr Details fallen mir hier gerade auf. Das ist wirklich unglaublich. Ich finde es auch cool, dass hier der Weg so geschlängelt ist. Das ist nämlich im Film auch so der Fall. Deswegen ist es hier teilweise so ein bisschen kantig geworden, aber das finde ich gar nicht so schlimm. Aber hier wurden sogar die Geschäfte richtig versucht nachzubauen. Guck mal. Oh, hier ist ein bisschen dieses... Ah, das ist wahrscheinlich, weil ich eine Mod falsch installiert habe, dass hier Gras durchguckt. Das tut mir leid. Aber es macht nichts. Aber hier wurde sogar das Ding hier nachgebaut. Guckt euch das mal an. Hier ist nämlich dieser Souvenirshop vorne mit diesem bunten Dach und dann diesen Säulen. Den kennt ihr ja sicherlich noch aus Jurassic World Evolution 1. Den gibt es ja im zweiten Teil nicht mehr. Aber das wird hier auf beiden Seiten nachgebaut, das Ding. Das ist ja cool. Das Ganze heißt sogar Jurassic Traders mit Mods. Ich glaube, das ist sogar auch richtig. Die ganzen Gebäude sind alle genau in der richtigen Position. Die sind dann auch nochmal so Durchgänge. Die sind sogar auf dem Screenshot auch zu sehen. Ich kann euch leider jetzt nicht komplett alles abgleichen, aber hier ist wirklich alles so detailliert. Die Schirme sind auch alle richtig platziert. Das ist wirklich Wahnsinn. Richtig, richtig schön. Jedes einzelne Dach ist richtig. Also selbst diese Dächer sieht man im Screenshot. Das ist so krass. Und dann kommen wir natürlich zu dem T-Rex Kingdom. Da fliegen wir auch nochmal einmal rüber. Das haben wir jetzt ja schon öfter gesehen. Aber auch das ist sehr detailliert. Schön mit den Redwood Trees. Und da läuft der Rexy. Hat hier den Ziegenfutterspender wie im Film. Der Ziegenfutterspender ist auch perfekt an der richtigen Position. Wird auch gerade eine Ziege freigelassen.
Da läuft sie davon. Und mein Highlight auf dieser Seite ist auf jeden Fall auch noch das Gebäude. Das wurde nämlich auch aus mehreren Gebäuden kombiniert. Mal immer ranzoomen. Das sieht auch sehr detailgetreu wie im Film aus jetzt von der Form. Und auch diese Stadt da im Hintergrund. Mit den roten Dächern. Die sieht man nämlich auch. Und hier die Station ist auch cool. Oh, da fliegt der Heli vorbei. Das hier ist die Monorail-Station, weil die ist im Film auch ein bisschen niedriger und das wurde hier so ein bisschen mit Mods ein eigenes Gebäude gebaut. Finde ich auch nice. Und ansonsten sind hier natürlich auch viele Details, die ich jetzt gar nicht alle zeigen kann. Da unten ist zum Beispiel dieses Spinosaurus-Skelett. Dann sogar hier sind Sitzplätze, also das ist alles genau wie im Film. Und jetzt wird es nochmal richtig interessant, denn wir gehen jetzt nochmal auf die rechte Seite hier. Oh, guck mal, hier wurde sogar diese Hütte nachgebaut. Das ist ja auch cool. Sorry, wegen dem Gras übrigens. Da ist irgendwas mit dem Mods halt schief gelaufen beim Installieren. Ich habe aber eigentlich alle Mods richtig installiert. Also alle, die dort standen in der Liste. Das hier ist der Petting Zoo übrigens. Habe ich so auch noch nicht gesehen. So gut nachgebaut. Aber ist wirklich schön. Da kann man dann die Dinosaurier streicheln. Sind natürlich jetzt hier alles Ausgewachsene. Im Film sind es alles Babys, glaube ich. Aber auch echt schön. Ich glaube, hier kann man dann reingehen durch die Eingänge. Das sind so Tunnel, wo man durchläuft. Ich glaube, dann kommt man von dieser Seite. Da kommt man rein. Ah, nee, dann kommt man hier vorne rein. Okay. Verstehe. Aber das ist dann ein Tunnel, wo man wahrscheinlich durchlaufen kann, ne? Du kannst hier links rein und dann... Doch, du kannst hier ins Gehege. Doch. Doch, doch, doch. Hier geht man rein und da kommt man dann ins Gehege. Verstehe. Und wir haben dann auch noch den Aquapark. Das hier sind Wasserrutschen, diese Dinger. Ist natürlich jetzt eher so eine Hintergrundgestaltung, deswegen ist es nicht so mega krass detailliert. Aber selbst hier, das hier sieht man im Film. Diese einzelnen Seilrutschen und Stationen. Also das wird auch nachgebaut. Hier seht ihr das nochmal, was ich meine. Also hier sieht man diesen Aquapark, den ich euch gerade gezeigt habe. Ich weiß, gerade ein bisschen pixelig. Aber hier ist dann wirklich das mit diesen drei Seilrutschen. Und, ach, hier sind übrigens auch nochmal diese roten Dächer, die ich euch gerade gezeigt habe. Die sind halt alle wie genau wie im Film. Aber jetzt kommt nochmal ein Highlight, nämlich das hier. Das sind ja so Zelte und das ist eigentlich die Pachycephalosaurus Arena. Und selbst die wurde nachgebaut. Allerdings gibt es keine Zelte im Spiel. Aber das Ganze wurde mit hellen Felsen gemacht. Und ist ja gar nicht schlecht gelungen. Und man kann dort sogar rein. Also darunter ist halt wirklich diese Arena. Versucht das jetzt mal eben. Genau, da kann man nämlich rein und dort sind dann auch Pachis und Stigis. Ne, das sind Drachdrecks sind das, ne? Pachycephalo und... Ne, das sind Stigimolos sind das. Ja, Stigimoloch. Ja, und das war's, Leute. Also wirklich sehr, sehr detailliert. Wahnsinn. Ich bin so beeindruckt. Also das ist wirklich mit Abstand die akkurateste Jurassic World Main Street, die ich jemals gesehen habe. Also wirklich unglaublich. Ich finde es echt krass. Ich hoffe, ich konnte euch den Vergleich gut rüberbringen, weil es halt immer schwer mit einem Bildschirm das Ganze zu machen. Ich habe halt immer auf dem zweiten Bildschirm die Screenshots zum Vergleich und dadurch sehe ich halt, wie detailliert das ist. Ich hoffe, ich konnte es euch im Schnitt einigermaßen gut rüberbringen. Ich packe euch den Link von dem Safe Game hier auf jeden Fall in die Videobeschreibung. Würde mich jetzt selber ein Like freuen und wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.